Der Besuch des Dalai Lama in Bozen hat gleich mit einem Ereignis begonnen, das nicht im Protokoll stand. Eine Schulklasse konnte den Dalai Lama begrüßen, bevor sein langer Tag mit den vielen offiziellen Terminen anfing. Landeshauptmann Luis Domwalder hat dann Tenzin Gyatso, den 14. Dalai Lama, willkommen geheißen, der in die Landeshauptstadt gekommen ist, um den Minderheitenpreis entgegenzunehmen. Hand in Hand haben der Landeshauptmann und der Dalai Lama Palle Wiedmann erreicht. Das Gespräch zwischen Domwalder und dem Dalai Lama hat dann etwas weniger als eine halbe Stunde gedauert und es wurden vor allem die Lage in Tibet und der Schutz und die Förderung der Minderheiten auf der ganzen Welt besprochen. Wie vom Programm vorgesehen, hat sich der Dalai Lama dann in den Innenhof zur Übergabe des Preises begeben. Vor der gesamten Landesregierung bedankte sich der Dalai Lama für den Preis und nannte die Zuerkennung, die nun zum dritten Mal vergeben wird, eine große Ehre. Geehrt sei er vor allem deshalb, weil er die Anerkennung von jemandem erhalte, der sich schon seit Jahren für Tibet und für alle anderen, die für die Rechte der Minderheiten kämpfen, einsetzen würde. Ein Preis, der eine kleine Anerkennung eines kleinen Volkes für den großen, friedlichen und jahrelangen Kampf des Dalai Lama sei. Der Preis ist auch mit 20.000 Euro dotiert. Wir sind eine Minderheit und derzeit, der Dalai Lama hat eigentlich Zeit seines Lebens, sein ganzes Leben lang, sich für Minderheiten eingesetzt. Wir haben eine positive Lösung gefunden durch Verhandlungen, durch Ausdauer, durch Vertrauen und so weiter. Und ich glaube schon, dass es richtig ist, dass wir einen Menschen, der das ganze Leben sich für Minderheiten eingesetzt hat, ihm auch eine Anerkennung geben, dass man hinstellen als Beispiel für die friedliche Lösung von Minderheitenproblemen. Er will vor allem praktische Beispiele sehen, nicht nur schöne Artikel und Predigten. Da sind wir alle einig. Aber die Anwendung, dort haben wir oft einmal Schwierigkeiten. Und deswegen ist er jetzt zum vierten Mal da, um dieses System zu studieren. Beim Treffen mit den Journalisten hat der Dalai Lama seine Nähe zu Südtirol und seine Liebe für dieses Land, das immer schon großes Interesse für sein tibetisches Volk gezeigt hat, kundgetan. Almost like Tasore, another brother. Many similarities. Hier habe ich einen Bruder gefunden. Unsere Völker haben viel Gemeinsames. Uns verbindet eine sehr enge Freundschaft, besonders mit dem Landeshauptmann. Ich kenne ihn seit vielen Jahren, sein Temperament, seine Stimme. Ich bin ihm, der unseren Einsatz so schätzt, sehr verbunden. You initiated this award, so I very much appreciate. Das offizielle Treffen ist dann vor dem Palais Wiedmann mit dem Bad in einer kleinen Menschenmenge zu Ende gegangen. Händeschütteln und Zustimmung für den Dalai Lama, der gemeinsam mit Landeshauptmann Luis Domwalder kurz darauf den Platz verließ, um allen anderen Terminen noch gerecht zu werden.